Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ja, im letzten Part haben wir versucht, die Banditenherausforderung ein bisschen voranzutreiben. Das hat leider genau gar nicht funktioniert. Von all den Überfällen, die wir gemacht haben, hat nur ein einziger gezählt, weil das System einfach komplett verbuggt ist. Ja. Obendrein haben wir natürlich insgesamt $30 Kopfgeld kassiert wieder. Bär, Bär. Oh boy. Perfekter Grizzlybär. Du Bär, wenn du den jetzt beschädigt hast, ich schwöre bei Gott. Ja, und der Fisch liegt auch noch da. Den wollte er gerade essen. So, perfektes Grizzlybärenfell. Und ein Fisch. Ja. Ja, nehmen wir das Gewehr für die Wolfsjagd. Achso, das ist auch ein Wapti. Fast kein Dead Eye. Kommen heute. Okay, ist mir nichts zu sehen gerade. Wolf, das sind sie auch schon. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, mach dich auf den Weg, komm. Ganz ruhig, ganz ruhig. Machen das schon.
Ganz locker. Sag ja, alles gut. Ist nicht das erste Mal, dass wir Wölfe jagen. Nope. 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 Okay, wir fangen mal mit dem hier an. Die liegen da eh ganz gut. Da geht's hoffentlich schneller auch. Oder? Jo. Das ist nur gut natürlich. Fünf Wölfe. Fünf Wölfe und wieder keiner dabei, der drei Sterne ist. Das gibt's einfach nicht. Ich glaube, nichts ist so schwer zu jagen wie ein Wolf. Ja, man findet von denen sehr viele. Aber es ist fast unmöglich, einen perfekten zu bekommen. Die sind wahnsinnig selten einfach. Ich verstehe gar nicht warum. Nur zwei Sterne und so, aber drei Sterne gibt es einfach keiner. Das ist echt ätzend. Machen wir uns auf zum Trapper und schauen, vielleicht haben wir ein Glück und erwischen wenigstens noch einen Puma. Wölfe jagen ist so ätzend. Schwarzbär. Beruhig dich. Er ist eh abgehauen. Er hat mehr Angst vor uns als wir vor ihm. Zurecht. Okay. Warum kommt er bei jedem zweiten Mal mit Dead Eye? Das verstehe ich auch nicht. Was ist dein Problem, Kollege? Zeit haben wir eh noch. Wieder ein Schwarzbär. Get the hell away from me. Okay. Vieles rennt hier rum.
schon wieder rennt das Pferd in die falsche Richtung. Da lang, verdammt nochmal. Zum Mut. Gehen wir erstmal rauf zum Trapper. Komm, beweg dich. Gehen wir erstmal das ganze Zeug ab. Das hat doch auch einiges an Geld wert. Irgendwas ist da. Schwarzbär schon wieder. Schon erledigt. Ruhig, ruhig. Der tut dir nichts. Boomer hier. Achso, nee, sammeln soll es ja. Come on, girl. Keine Wölfe, die wir wollten. Kein Puma. Da kommt was, da kommt was, da kommt was. Es ist ein Puma. Hat er sich an uns angeschlichen?
Und ein Stern, na klar, damit sich's genau nicht auszahlt, ne? Ach Mann. Beruhig dich. Wir haben ihn ja schon. Schlecht, Eklor. Easy, girl. Ja, das ist ein Apfel. Ah, dann kommt mal ein Puma und dann sowas, ne? Okay, komm. Na gut, das heißt ja, man muss unbedingt das Radar im Auge behalten. Schließlich hat er sich ja an uns ran schleichen wollen. Und schauen wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwo Elche oder so finden wieder. Wir haben ja schon mal einen gesehen. Schauen, ob's, was wir hier angeln können. Vielleicht gibt's ja hier was. Wow, Vorsicht, Kumpel. Wollen noch mal sehen. Schon. Oh nee. Mann. Yes.
Ein Rotlachs, 2,3 Kilo. Gut, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Was wollen die dort eigentlich? Das sehen wir uns besser an. Das sind Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger waren das. So sieht's aus. Bin ja gar nicht mehr gewohnt, dass wir ein Kopfgeld haben, ne? Hoffentlich bringt es das nächste ein bisschen Geld an. Gut, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.